Bei der Kameraarbeit haben wir sich zwei große Bereiche abgedeckt. Wir haben fotomäßig gearbeitet und videomäßig. Im Fotobereich war neben der normalen Dokumentation von den Maker Days vor allem der große Light Painting Workshop sehr beliebt. Was man dabei macht, man stellt die Kamera auf ein Stativ, belichtet ganz lang in einem dunklen Raum, ganz wichtig, und man zeichnet mit Lichtquellen und hat somit gezeichnete Lichtfiguren. Wir haben das am Anfang, hat das super funktioniert. Kinder sind hochmotiviert, wir haben verschiedene Lampen gehabt, Taschenlampen, Handylampen, bunt blinkende LED-Elemente, haben da mal abstrakte Figuren gezeichnet, haben dann angefangen, Personen nachzuzeichnen. Das heißt, die Person hat sich zum Beispiel so hingestellt, die zweite Person hat dann die Lichtquelle so rundherum um die Figur, um die Person geführt, haben da extrem nette Fotos gekriegt und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass man das Ganze ja animieren könnte. Das heißt, wir haben einfach 3, 4, 5 verschiedene Fotos gemacht, Bewegungsphasen, zum Beispiel einen Schritt jetzt, also dass man einfach geht oder dass man springt, Hampelmann springen war ein Beispiel, haben die immer nachzeichnet und haben die dann mit einem Tool im Netz, dem Make Anim GIF, einfach so animierte GIFs gemacht und haben somit mini kurz Daumenkino-Animationen mit Light Painting mit den Kindern realisiert. Das Ganze war extrem gut mit den Kindern zu machen, hat extrem Spaß gemacht, hat man mit 2 Kindern bis zu 10 Kindern haben wir einmal sogar gehabt, hat gut funktioniert. Wenn es viele Kinder waren, haben wir einfach gemacht, dass alle Kinder involviert sind. Das heißt, 2, 3 stellen sie hin, sind in ruhiger Pose und die anderen zeichnen sie nach. Das heißt, man kann da locker 6, 7 Kinder gleichzeitig aktiv haben. Vom Light Painting mit der Animation sind wir dann im Endeffekt zum Film gekommen. Da haben wir verschiedene Techniken probiert. Wir haben es mit Videokamera und Laptop den Schnitt probiert, beziehungsweise dann auch mit dem iPad oder mit anderen Tablets. Und da hat sich ein bisschen die Problematik ergeben, dass man da schnell mal ein Chaos kriegt, wenn man die Kinder selber machen lässt. Dann ist schnell so eine Gruppendynamik entstanden, wo dann, ja, wo es ein bisschen chaotisch geworden ist. Der Schnitt selber am Laptop hat im Endeffekt nicht wirklich funktioniert. Das war am iPad viel besser. Da haben wir mit dem iMovie gearbeitet, wo man wirklich schon vorgegebene Elemente hat, die man einfach dann nachfilmt, sozusagen mit sich selber. Und dadurch dann extrem coole Kurztrailer, Kurzfilme hat. Was ein bisschen das Problem war beim Videofilmen, war eben, dass man die Kinder nicht wirklich allein lassen kann, weil dann schnell Chaos rausgekommen ist. Bei der Einführung zuerst war das überhaupt kein Thema. Da haben wir wirklich die Kamera mal durch, da wie verwenden wir die Kamera bzw. das Tablet dann und die Software drinnen zum Schneiden. Das hat dann gut funktioniert. Wenn es dann allein waren, ist oft Chaos rausgekommen, weil sie sich verfangen haben, weil sie keinen schönen Faden gehabt haben, wie sie am Film machen sollen. Sie haben sich in kleine Details verlaufen und haben da, ich glaube, das müssen sie besser machen und haben nie den gesamten Film als Ganzes gesehen. Von der Gruppengröße ist gerade beim Video meiner Meinung nach, was wir so mitgekriegt haben, so 3, 4 Kinder maximal, weil es sonst schneller ist, dass einer filmt oder einer, zwei sind vor der Kamera und die anderen fangen an, irgendeinen Blödsinn zu machen und dann kommt schnell extreme Unruhe rein.